Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei das erste Mal mit Watch Dogs. Ja, Spiel ist seit heute, ich hoffe, das Video kommt heute erhältlich. Ich habe es halt jetzt für die PS4 und wollte es halt im Namen von Nerds gerne einmal vorstellen. Da wir leider kein Video dazu gemacht haben, hab ich mich dazu entschlossen, eins zu machen und habe aus technischen Gründen keine Facecam, die sonst immer bei einem erstmal mit dabei sein sollte oder geplant war, dabei zu sein, ist allerdings nicht dabei. Ich starte jetzt aus dem Hauptmenü. Ich habe das Spiel halt wirklich noch nie gespielt. Ich habe es gerade in die Konsole getackt, gepackt, alles runtergeladen, was ich runterladen soll und startet einfach das Game. Mal sehen, was das Intro mir zeigt und was es bringt. Ich werde dann auch meine Klappe halten. Okay, bewegen Sie in der Regel, habe ich das Logo sehen. Okay, ich sehe ihn. Ich sehe es halt fest. Gerade noch sichtbar. Okay, Moment. Ich gucke gerade, dass ihr es vernünftig in der. Okay, so sollte es für euch okay sein. Okay, wir sind jetzt hier im Hauptmenü. Okay, wir können jetzt hier Zusatzinhalte. Warum die Inhalte? Gut, ich habe jetzt, wie ihr seht, habe ich schon einiges da, weil ich halt auch den Season Pass habe. Okay, ich werde jetzt Controllerbelegung einmal kurz. Boah, oh Gott. Okay. Option. Wir können online spielen, wir können es kalibrieren. Okay, was wollen wir da? Achso, okay, dieses Helligkeit. Audio und Sprache, mal schauen, welche. Wir haben ja 1000. Alter, ich kann das Spiel auf Polnisch spielen, das ist sehr nice. Heißt. Aber nur mit Untertitel, okay. Synchro ist auch Deutsch dann. Ich lasse euch den Untertitel an, ich lasse sonst auch alles an. Ich hoffe, ich bekomme keine Probleme, wenn ich Musik im Fahrzeug anlasse. Ich hoffe, da gibt es keine GEMA-Probleme. Wenn ich was höre, dann werde ich es natürlich sofort, stoppen. Und ich starte, wie ihr seht, ich habe es noch nicht angefangen, ein neues Spiel und ich denke mal mit dem Intro kommen, da werde ich auch meine Klappe halten. Wenn denn eins kommt, ich weiß es nicht. Oh, ein Ladebalken. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Toll. Im Gegensatz zu Polizei verfolgen können Verfolgungsjagden mit anderen Fraktionen beendet werden, indem sie alle Verfolger eliminieren. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Heißt Polizei, nicht alle töten, das gibt kein Ende. Ist halt. Klingt logisch. Bisschen. Wie gesagt, ich spiele es auf PS4. Es ist nicht Full HD, da mein Fernseher, der ich halt nebenbei laufen habe, damit ich keinen Delay habe, kein Full HD-Fernseher. Es ist halt so ein einfacher LCD, schieß mich tot, Fernsehen. Und die Ladezeit ist echt lang. Ich hoffe, es lohnt sich. Das ist halt. Ich hoffe, im Game selber sind halt nicht so viele Ladezeiten. Ich bin halt auch völlig unbeeinflusst von den ganzen Tests und sowas, was es halt im Netz mittlerweile gibt von dem Video, von dem Spiel. Ich habe auch noch kein Ingame-Video angeschaut. Ich lasse mich halt komplett selber davon beeinflussen. Ich bin ein eigener Herr. Können die Leute schreiben, was sie wollen. Vielleicht gibt es auch zu dem Spiel auch einen Test auf nerdster.de. Ich denke mal, das Video wird dann auch da erscheinen. Wenn nicht, dann werde ich es auf jeden Fall jetzt in das Video pappen. Den Link zum Test. Und ich werde jetzt auch mal einfach meine Klappe halten. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Lass dir eigentlich selber zu. Sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halte dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst.
finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen? Töte mich doch. Okay, wir sind gerade im Game. Wir sollen jetzt hier erschießen. Jetzt ist es natürlich für mich eine Frage, erschieße ich ihn oder schieße ich ihn nicht? Kann ich nicht irgendwie so unserem Bein? Erinnerst du dich jetzt? Okay, was geht jetzt ab? Wir sind quasi im Tutorial-Level. Ich wette, er hat mit dir geredet. Okay, das heißt, wir sollen wahrscheinlich das... Wow, was geht hier jetzt ab? Ich gucke gerade, wie ich... Alter! Was geht da ab? Okay, wir sind gewohnt bei einem Überfall, den wir gemacht haben. Überfall oder ein Hack. Den wir gemacht haben, wurden wir erwischt wahrscheinlich, wie ich es gerade verstanden habe. Was haben wir hier? Das öffnen? Ne, ich will nicht hacken, ich will öffnen. So. Und... Also, es macht den Anschein, oh, als wenn unsere Familie, Kind, umgebracht wurde. Ich sack jetzt einfach mal irgendwelche Sachen an die rumstehen. Getränk, warte mal, kann ich den. Jetzt sag mal. Lustig.
Ich habe mich auf einen Getränkeautomat gehackt. Okay, ne, ich muss mich in sein Handy taggen, wo immer das ist. Was? Vermutlich verbinden. Okay, hier, ach so. Ach, da ist das. Muss ich es halten? Ach so, jetzt verstehe ich. Wir haben eine Schwester und der hat zwei Kinder gehabt und der hat die Nichte erschossen, getötet. Okay, muss ich erstmal aus dem Raum finden. Das ist wahrscheinlich die größte Mission. Ey, was ist das hier? Kurz zugänglich. Kann ich da nicht hacken oder was? Ach so, ich kann es nicht hacken oder was? Was soll der Quatsch? Ich kann es nicht hacken. Ich gehe einfach mal raus. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Fängt das Spiel quasi an. Es gefällt mir. Also das Setting ist echt cool. Es ist halt Rache. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, hey, es ist innovativ, neu und... Aber es ist halt cool. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Okay, ich habe keine Muni mehr. Kann ich das da ausmachen, nicht irgendwie? Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Okay. Gangbanger, Alter, die man... Okay, warte mal, was kann ich da? Alles klar. So komme ich, glaube ich, an dem vorbei, oder? Ich laufe den richtigen Weg, denke ich mal, oder? Erinnert mich halt von der Steuerung halt extrem stark an Assassin's Creed, muss ich gerade sagen. Ist halt auch von Ubisoft. Soll es aber nicht negativ sein, es soll auf jeden Fall positiv sein. Okay, das heißt, ich muss da irgendwie... Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Okay. Okay, wir sind im Football... Nein, alles ruhig. Da ist der bekannte Ball, der mit Lauf. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komme hoch. Okay, ich kann... Oh Gott. Das heißt, hier sind so viele Gegner. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Okay, was kann ich damit jetzt machen? Okay, jetzt kann ich hier so einen Köder nehmen. Nochmal, Waffe hat geöffnet.
Achso, ich soll es herstellen. Ich verstehe. Jetzt habe ich einen Köder. Mit der 1 wähle ich den aus. Und jetzt werfe ich das einfach mal irgendwo hin, oder was? So. Boah, ich verstehe. Alter, jetzt habe ich sowas Geiles. Ey, wie cool ist das bitte? Ich hätte wahrscheinlich auch einfach hochklettern können. Mach ich aber nicht. Benutzen Sie den Profiler, okay. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Man sieht, vor allen Dingen ist auch lustig, man sieht halt, was er ist und was wie viel Einkommen er mehr hat. Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt habe ich den gehackt, oder was? Jetzt habe ich seine Kohle ab. Okay, kann man hier noch was hacken? Achso, wenn ich jetzt diesen Modus geöffnet habe, dann kann ich sehen. So. Jetzt kann ich wahrscheinlich auf diesen Automaten gehen und mir das Geld vor dem Typen jetzt abheben, oder was? Die 600 Dollar, was der hatte. Yo, cool ist das denn bitte? So kommen wir also hier an Kohle in dem Spiel. Nice. Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen was weiter zu rennen. Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, was ist Officer in der Polizei? Das heißt, ich brauche eine Security. Wo finde ich die denn? Zurückkomme ich nicht mehr. Das heißt, ich muss ja irgendwo. Kann ich hier aber da springen oder so? Geht das nicht? Ey, ich muss. Wieso komme ich da nicht einfach rüber? Ach, hier komme ich nicht. Ist das eine Glaswand? Das ist Glas. Toll. Ach, da ist ein Dingens. Jetzt kann ich mich einfach an diesen. Ach, boah, Alter, das ist. Es sieht jetzt innovativ aus. Ich habe Angst, dass es im Spiel vielleicht gar nicht, beziehungsweise selten. Ah, da ist ein Sicherheitsmann. Ist da dein Hacken? Jetzt muss ich das ganz stumm abschalten, oder was? Blackout. Zum ersten Fähigkeit freistellen. Habe ich doch. Jetzt sagen wir nicht, ich schalte damit gerade jetzt den ganzen Strom ab. Wie lustig ist das denn bitte? Okay, ich sehe auf der Karte, wo die Menschen Gegner hingucken. Ich bin ein bisschen durch, weil ich mich ein bisschen konzentriere. Okay, kein Parcours. Wow, motherfucker, look at me. I'm a Parcours, man. So, wir raus. Und wie es aussieht, ist es ein Baseballspiel. Wo bist du, Jordy? Was? Weg. Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Okay. Wir sitzen jetzt an unserem Handy. Wir laufen quasi wie die Jugend von heute einfach durch die Gegend mit dem Handy. Wenn ich es abschalte, dann kann ich wieder. Nee.
Mann, ich will mal ein bisschen scannen. Vielleicht kann ich irgendwie Kohle rausschöpfen. Das ist ja doch gerade irgendwo... Ich finde das einfach zu krass, dass ich einfach... Ey, Moment, der Duck, den kann ich hacken. Ach so, ich kann den Chat... Lustig. Da wird jemand gefeuert, lol. Lustig, man kann halt Gespräche mithören von Leuten, aber es ist halt vielleicht erst später nützlich. Okay, warte mal. Weil in die Polizei sucht, verlassen sie den grauen Kreis, okay. Schauen wir mal. So musiktechnisch hört sich das klanglich echt gut an schon, da muss ich ja wirklich sagen, also das... Wo ist denn die Karte, die ich haben soll, angeblich? Hast du Geld? Hast du Geld? Du hast kein Geld. Wow, haben sie alle geguckt. Und wenn ich Kreis gekriegt habe, macht er einmal so ein Parcours-Stil, das ist ziemlich nice. Ich schaue mich jetzt gerade mal kurz ein bisschen... Grafisch, wie eine Grafik hier ein bisschen um. Es wurde ja gemeckert, aber ich meine, Alter. Es ist okay, es ist halt. Gut, auf E3 wurde es halt ein bisschen hochgepusht, aber es ist immer noch okay. Ich zock's auf dem scheiß Fernseher, dementsprechend habe ich halt ein bisschen das Problem, dass ich nicht viel sehe, also keinen großen Unterschied zu irgendwas sehe. Kann ich mich irgendwo hier reinhacken oder? Ne. Ich gehe einfach weiter. Moment, hier haben wir das Auto, was ich haben soll, ne? Wahrscheinlich kann ich jetzt hier gucken, wo was da hinten ist. Auch eine Kamera. Alter, die ganze Stadt ist kameraüberwacht. Da ist die Polizei, das ist gefährlich. Kauft auf Kondome. Alter, wo haben die Infos her? Kann ich den Wagen nicht irgendwie... Ne, kann ich leider nicht. Aber Moment, da ist gerade doch irgendeiner lang gelaufen. Ja, er hier. Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Okay, ich bin jetzt hier. Ich schau mal, ob ich irgendwas. Also, du hast echt verdammt viel Spielmöglichkeit mit deinem Handy. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird ja über die Fahr-Engine gemeckert. Okay. Boah. Wow. Wow, 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 was habe ich jetzt gemacht? Alter, was tue ich hier? Okay. Die Fahrengine ist nicht scheiße. Ich kann nur kein Auto fahren. Das möchte ich nur mal eben betonen. Alter, was für ein Tunnel. Alter, ich habe die Schnauze voll. Fuck. Ich muss abhauen. Scheiße, hier komme ich nicht weg. Alter, ich kann einfach irgendwelche Sachen sprengen. Wie krank ist das bitte? Es sieht echt cool. Also es macht, es ist echt... Auto geklaut und weg hier. So viel zum Thema weg hier, ne? Ich komme hier gar nicht raus mit der Karre. Es ist verdammt... Boah, Alter. Lass die Scheiße stehen. Nimm mir die coole Karre hier mit. Alter Vater.
Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich laufen. Okay, 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 okay. Alter, jetzt geht's richtig ab. Stammt vom Romania ab. Alter. Das ist echt krank, Alter, dass ich jetzt... Alter, die schießen auf mich. Sind die crazy oder was? Wow. Nein, na. Jetzt haben sie mich, Alter. Jetzt bin ich down. Ich dachte, ich kann das Auto und dann über das Auto auf das Dach und dann abhauen, aber... Ich bekomme gerade echt Probleme. Boah, die sind überall, ey. Ich wäre einfach mit dem Auto weitergefahren, den hätte ich niemals bekommen. Shit, shit, shit. Ich bekomme echt Probleme. Ihr seht, ich bin echt scheiße in dem Spiel. So nebenbei. Sucht nach Social Gaming, stand da jetzt. Alter, was ist mit den Leuten hier nicht in Ordnung? Sollen sie einfach alle gleichzeitig fahren, dann crasht das gleich sowieso hier. Boah, Alter. Moment, was, irgendwas war hier zum Hacken. Ach, ich brauch dieses Shit nicht mehr. Alter, jetzt muss ich aber Gas geben. Ey, das ist echt mies. Ich kann den Bullen nicht abhauen. Da war doch irgendwas jetzt, was ich drücken konnte, oder? Ich meine, rein theoretisch dürften die gar nicht wissen, wo ich bin. Boah, Alter. Wow. Blackout, Alter. Ich glaube, der wird mir jetzt echt den Arsch retten. Alter. Deckung, Deckung, Deckung. Boah, Alter. Ich habe auch nichts, was ich nutzen kann, ne, gegen die. Kann ich nicht irgendwas hochgehen lassen, dass die mich nicht mehr folgen? Ey, ich komme nicht weg von denen. Scheiße, scheiße, Mann. Boah, ey, ich bekomme echt ein Problem. Oh, fuck. So, wir haben einen Verteilerkasten. Alter, das ist... Scheiße, ich kann nicht abhauen von diesen Polizisten. Aber zu Fuß hast du hier echt einfach nur Probleme. Hauptsache, man sieht mein Gesicht nicht, ne? Ich bleib hier kurz stehen und... Boah, wenn ich hier mit dem Auto noch da saß, dann haben sie mich. Dann ist... Oh! Oh! Ich bin jetzt einfach gestorben, liebe Leute. Das sollte jetzt natürlich nicht passieren. Ja. Mit der Dampf... Können wir den Boden... Alter, ja, ich lass alles explodieren. Ich komme nicht mal klar. Ich kann nicht mal einfach weglaufen vor einfach irgendwelchen... 231 Adam hier. Wir drehen und sehen uns nochmal um.
Okay. So, jetzt komme ich wieder zum Auto. Jetzt versuche ich mal keinen Crash zu machen. Dass ich auch entkommen kann. Weil das hat mir gerade echt das Genick gebrochen. Okay. Ich glaube, hier werden sie mich nicht finden. Alter, wie riesig ist denn das Suchgebiet? Ich sehe jetzt gerade erstmal das Ende des Kreises. Wow, okay, es gibt halt keine Schadensmodelle so richtig. Alter, ist das eine Polizeidingens? Das war eine Polizeiblockade. Alter, 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 da kommen sie jetzt. Hau ab, hau ab. Okay. Ich glaube, die paar Meter kann ich auch noch rennen. Die werden mich nicht kriegen, Alter. Wurde kurz rückfällig. Oh, ich bin raus. Ich glaube, ich bin raus. Ja. Ich hab's geschafft. Okay. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. In seinen Kopf? Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Was war mit Marihuana? Okay, drücke den Touchpad, um die Weltkarte zu öffnen. Okay. Okay, ich kann auch per Schnellreise einfach ins Versteck reisen. Also, soll ich das tun oder soll ich noch ein bisschen durch die Gegend laufen? Ich möchte ja auch nicht die Storys. Ich spiele jetzt einfach noch ein paar Minuten. Aber doof rum. Wahrscheinlich lerne ich halt, wenn du... Ich sehe gerade, du kannst halt einige Sachen kriegen. Was? Moment, kann ich die Musik hacken? Lustig. Achso, ich muss aber da gar nicht hin. Alter, was bist du wie ein Spasti? Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach Flüchtigen. Okay, die sind gleich. Ich muss jetzt weg. An alle Einheiten. CDOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Oh, shit. Okay, die werden mich jetzt wahrscheinlich... Wow! Hier bin ich gerade gestorben. So, jetzt einfach im Wagen verstecken. Boah, geht das jetzt in die Hose? Alkoholiker! Deutschmund! Chaguan! Gibt's irgendwie nicht. Okay, ich bin auf Polizei, gut. Weiter geht die Fahrt. Ich hab jetzt eine Karre, die mega gescheitert ist, aber ich kann. Okay, ich schau gerade, was Musik es hier gibt. Smashing Pumpkins, okay. Kenne ich, habe ich schon mal gehört. Nas ist ein Rapper. One and One. Wow. 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 Okay. Okay, ich mach lieber Sadio aus. Wow! So, ich habe einmal Sadio ausgemacht, nicht, dass ich dann gleich GEMA-Probleme kriege. Ihr seht, ich fahre wie so ein besenkte Decksau.
Was? Schwachstelle erkannt, wo? Ich hab das Spielzeug gerade angemacht. Jetzt hab ich's mit dem Schild gemacht. Jody Götze. Jetzt habe ich irgendeine SMS, die irgendeiner abgeschickt hat, glaube ich, auf diese scheiß Wand da gebracht. Oh. Ich habe mal so eine Abkürzung. Oh shit. Ja. Kann der Typ schwimmen? Oh Gott. Die Soundeffekte sind echt schlecht von dem Schwimmen. Finde ich jetzt. Oder es klingt einfach nur über das Headset echt mega kacke. Aber besonders sind sie nicht. Ich gehe jetzt einfach mal zu meinem nächsten 1800 Meter. Leco mio. Lustig, ne? Was hat das Handy? Wahrscheinlich hat er ein Sony. Oder das iPhone 6 hat er schon. Das iPhone 6 aktuelle? Ja. Oh Junge, gib Gas. Gib nur ein Gas. Vollgas. Komm. Oh, was war? Irgendwas war mit dem. Lustig, wenn sie blau sind, kann ich was klauen. Da steht ein Wagen und den klaue ich. Spielerisch muss man echt sagen, es ist im Endeffekt nicht GTA, es ist halt ein eigenes Spiel. Und wenn man das halt nicht als GTA-Killer oder so bezeichnet, dann ist, also, oder auch nicht sieht, dann kann man echt, glaube ich, eine Menge Spaß mit dem Spiel haben. Also ich habe bis jetzt echt nicht positiv überrascht. Dafür, dass ich so viel Negatives gelesen habe, ist es echt nicht so negativ. Wow! Und ich kann mir echt vorstellen, dass es halt von jedem Teil auch mehrere Teile geben wird, die dann auch storytechnisch zusammenknüpfen. Das ist halt Ubisoft und ich denke mal nicht, dass die... Wow! 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 Irgendwas machen werden. Weg! Alter, wer echt... geschrieben hat, die Steuerung von dem Fahrzeug soll scheiße sein oder sonstiges, habe ich im Platten. Der hat scheiße gequatscht. Ich finde es okay. Ich habe das GTA 5 nicht gespielt. Also, doch habe ich, klar. Mein Gott, man kann sich auch einstellen, meiner Meinung nach. Da fahrt mal alle los. Also, ich fahre lieber mit einem kaputten Auto, als zu Fuß zu gehen. Lieber gut gefahren, als schlecht gelaufen. Oh. Oh, oh, oh. Es ist nicht McDonald's. Werbung. So, ich steige mal aus. Ich gucke mal, was hier so alles gibt. Kamera. Hier ist das Stadion. War ich nicht vorhin hier in diesem Stadion? In dem Klavierunterricht. Schön. Steht wie ein Gangster und ein Klavierunterricht. Was bist du, wie ein Homo? So, pass auf. Papa braucht jetzt ein neues Auto. Entweder die melden da vorne jetzt die Polizei. Oder die scheißen hart drauf. So. Jetzt habe ich jetzt eine schöne Karre, mit der ich auch schneller zu meinem Ziel komme und natürlich auch mehr kap. Wow! Holy shit. Alter, was ging jetzt ab? Fahrt! Wow! Wow! Ich fand, die Menschen sind Zivilist getötet. Das ist nicht gut, ne? Ich habe einen schlechten Ruf bei Bürgern. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Wir müssen die Polizei schicken. LF an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Klingt, als denke sich, dass einer aus, damit ein Verlag Interesse zeigt. Die haben sein Gesicht unkenntlich gemacht. Wir haben Hacker bei seinem Herzen. Okay. Ey, Alter. Alter. Was ist das Klügste, was man machen kann, wenn man von der Polizei verfolgt wird? Richtig, ein Polizeiauto klauen. Oh Gott, das geht gleich so in die Hose. Ich war gerade beim Ziel, verdammte Scheiße. Oh Gott, wenn ich das ganze Spiel so lange brauche, dann war es für mich das. Ich habe einen Plan.
Die gibt dir einen Blowjob. Dip, dip, dü, 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 dü. Meinst du, die finden mich? Meint ihr, die finden mich? Boah, wenn die Jungs mich jetzt kriegen, ist vorbei. So. Die Stadt ist schön. Jetzt ver... Wow! Ich frag mich, woher die mich sehen. Ist die ganzen Kameras oder was? Verdächtiger vor Ort. Wir sehen ihn. Ich brauch irgendwas zum Hacken. Ich brauch irgendwas zum... Ja. Besitzt mehrere Katzen, Alter. Was will er denn von mir? Sind das die Bullen? Nein. Oh Gott, doch, das sind die Bullen. Oh, shit. Oh, shit. Wow, wow. Alter, der steht im Wasser. Was ist er? Jesus? Oh Gott. Ah, Mama. Wah, wah. Da ist eine Karte, Alter. Die kriege ich. Die kriege ich noch. Wie? Die Schreie von den Leuten. Oh, was tut er? Oh Gott. Das sah aus wie Aniko beim Paintball-Battle. Hilfe! Ey. Das geht... Mit der Karte geht überhaupt nichts mehr gut jetzt, glaube ich. Ey, da ist die Bahn oder so. Kann ich nicht mit der fahren? Ist das... In diesem Trailer war das doch, dass er einfach Bahn gestiegen ist. Dann hat keiner mehr den gefunden. Moment, was ist jetzt hier? Wiederverfolgung nicht verfügbar. Im Trailer hat er gezeigt, dass er in dieses Ding gestiegen ist, wo der verfolgt wurde. Verdammt nochmal. Kann ich da jetzt nicht einfach einsteigen? Gut, ich bin entkommen. Ich bin entkommen. So, ich gehe jetzt einfach mal noch zu meinem nächsten Zielpunkt. Wir schauen uns das an und dann will ich schauen, was ich tue. Warte mal, da ist irgendwas. Ey, dein Konto will ich auch haben. Bin nicht weg. Ah ne, du hatte ich, habe ich schon. Du? Du hast nichts auf dem Konto oder was? Ich stelle mir gerade vor, wenn man echt einfach so das Konto hacken kann, mit so einem Handy oder so. Das wäre schon krank, oder? Guck mal, die suchen mich immer noch, die Deppen. Aber ich schaffe es zu meinem Versteck. Moment, der hat irgendeine Kreditkarte gehabt. Jackpot, Alter. Man kann, wenn man rennt, doch kann man. Ich dachte mal, es... So, $100 weniger. Es macht echt Spaß, auf die Leute zu hacken und... Okay, hier ist ein Kontoautomat irgendwo, glaube ich, auf der Map. Höchstwahrscheinlich kann ich dann mit dem dann wieder... Ey, was ist mit dem? Was ist mit ihm? Da erzählt einer von seinen Erektionen. Das könnte ein Telefonat zwischen mir und Marcy sein. Ja. Das Niveau ist jetzt auch unten. Jetzt können wir auch einfach mal zum nächsten Ziel gehen. Wo ist dies? Dies hier. Und ich bin da. Ich hab Sachen gehört. So was hast du noch nie erlebt.
Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay, können wir die Skillpunkte verteilen. Aha, natürlich gerade Tor 12, um zu schließen. Okay, nice. Okay, mal, wie man sieht, können wir hier verschiedene. Upgrades freischalten. Okay. Gibt es noch für Kampf? Okay, wir haben verschiedene Sachen. Interessant. Wow. Ja. Am Ende des 8. Akt 1, Mission beendet. Ja, ich habe euch dann jetzt die erste Mission vorgestellt. Von Watch Dogs. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen und mit dem ersten Mal mit auch ein wenig Einblicke in das Spiel zeigen und euch nicht spoilern, sondern einfach nur ein bisschen rumfahren, ein bisschen zeigen. Natürlich hätte ich das alles auch kürzer machen können, aber ich habe mir gedacht, hey, spiele ich storymäßig weiter, wird das alles nichts. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, bei das erste Mal mit. Ich bedanke mich, ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.